Einen wunderschönen guten Tag, Couchos, zu einer weiteren Folge The Culling. Und ja, noch eine weitere gemeinsame Team. Bin ich sehr froh drum. So kann man hier ein paar schöne Runden zusammenbringen. Wobei ich hab echt noch ein schlechtes Gewissen wegen dem letzten Kill von vor 2 Tagen. Da haben Dalu und ich ja auch schon drüber gesprochen. Es ist echt cool, dass immer dass weiterhin neue Leute anfangen, das Spiel zu spielen. Das ist super, das braucht das Spiel. Und dann ist es aber halt umso ärgerlicher, dass so Leute dann auf uns treffen, die halt irgendwie mittlerweile über 400 Stunden in dem Spiel haben. Und wo sie einfach keine Chance haben. Und das ist ja nicht mal böse gemeint. Das wäre in jedem Spiel so, wo jemand... Da hat keiner eine Chance, wenn du auf einen triffst, der über 400 Stunden hat und du hast gerade angefangen und hast noch nicht mal, der hat wahrscheinlich noch nicht mal eine Stunde voll. Und ja, das tut mir halt echt leid. Da wäre halt irgendwie ein Matchmaking super, wo wir dann aber wieder bei dem Problem sind. Naja, wie will man Matchmaking machen, wenn es nicht genug Spieler gibt? Soll sich den Funk da holen? Kommt Timo zu mir? Nee, nicht wirklich, leider. Da hinten ist einer. Ach, na gut, dann laufe ich erstmal weiter. Dachte mir, vielleicht kann man da ein bisschen Spaß haben mit den Leuten, aber die wollten nicht kommen. Na gut. Ich weiß gar nicht, wie viele sind wir? Wir sind wieder nur 8. Das heißt, es wird vermutlich wieder eine sehr, sehr schnelle Folge. Okay. Wir haben eine Claymore. Ich weiß nicht, ob wir die als Falle benutzen wollen oder ob er damit eventuell eine rote aufmachen möchte. Ja, ist schon richtig. Eigentlich sollten wir, solange es hier keine Action gibt, noch ein bisschen looten. Toll, in meinen Schränken ist einfach mal nichts drin. Nichts. Rein gar nichts. Kann man das auf... Schade. Das wäre cool, wenn man das aufmachen könnte. Soll ich verkaufen? Ich verkaufe ja schon. Ist ja alles gut. Lass ihn dann behalten. Ich werde halt sowieso nie zu meinem Alter. Gerade in solchen Runden nicht. Also da besteht gar nicht die Chance. Ich meine, die Position von einem weiß ich, der war irgendwo da hinten. Also da in die Richtung. Aber... Da rum. Nee, oder? Wird doch geschossen, oder nicht? Da wird geschossen draußen. Aber wo? Wo ist der Bogenschütze unterwegs? Erzählt es uns. Nee, da nicht. Hätte gedacht, da hinten kommen die Schüsse her. Aber so richtig orten konnte ich die nicht. Soll hier einer drin sein, Timo? Oder was ist dein... Mal oben zur Tür raus. Ha. Da hinten. Irgendwo hier hinten. Nee. Weiter links. Da.
Jetzt haben die sich hier komplett gewechselt. Wir haben nicht den Einzelnen. Das war der Einzelne. Mitnehmen. Ich hab keinen Platz. Wie der andere halt aber echt weggelaufen ist. Guck mal, da ist er. Oh, der tat weh. Der tat weh. Ah. Mal, der Warum steht da noch ein? Och, Leute, was sind denn das für komische Runden aktuell? Ich würde euch ja gerne viel, viel schönere Runden und interessantere Runden zeigen, aber leider muss man eben gestehen, dass es aktuell, naja, nicht ganz so spannende Runden gibt einfach. Na komm, faires One-on-One. Schade, ich hätte gehofft, das geht noch ein bisschen weiter. Faires One-on-One hier. Your partner killed another contestant with an explosive. Okay. Dann holen wir uns nochmal eben den letzten Kill. Und dann ist Ende. Ach ja, ach ja. Mal gucken, ob er da noch steht oder ob er wieder zurückgekommen ist ins Spiel. Vielleicht ist er ja tatsächlich wieder ins Spiel gekommen und wundert sich, warum er noch lebt. Er ist tatsächlich wiedergekommen. Gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ihr habt es mehrfach gesagt, ich habe weiterhin eigentlich sehr viel Spaß mit diesem Spiel. Das Spiel selbst macht es mir aktuell aber unglaublich schwer, vernünftige Runden aufzunehmen. Das Problem ist einfach, naja, ihr seht's ja, wir haben jetzt mehrfach eine 8-Mann-Lobby. Und was willst du da machen? Und dann sind zum Teil noch Anfänger drin, was ja prinzipiell echt super ist. Anfänger tun dem Spiel gut. Das Spiel braucht noch mehr Anfänger. Das Spiel macht wirklich, wirklich, wirklich Laune. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn hier wieder, keine Ahnung, wenn hier auf einmal wieder 1000 Leute spielen würden, dass dann auch das Interesse eurerseits wieder ein bisschen größer wäre. Weil dann kämen hier richtig spannende Runden, und dann lernt man neue Gegner, dann hätte man packende Finale, dann könnte man vielleicht auch mal, wolltet ihr ja gerne, dass ich dieses Gold Rush-Ding mal zeige. Aber da besteht einfach nicht die Chance zu aktuell. Wir hatten es auf der einen Runde auf der Insel. Hätte ich unglaublich gerne. Oder was heißt unglaublich gerne? Da konnten wir gar nicht das Gold Rush zeigen. Ich meine, gut, ja klar, wir hätten den Neuling da am Ende dann leben lassen können und einfach warten können, bis es auf die Minuten geht. Aber. Der Riverdance. Könnte ein bisschen länger gehen. Aber. Ja. Es ist halt schwierig. Es ist einfach sehr, sehr schwierig. Und ich wüsste gerne eure Meinung dazu.
Was haltet ihr noch von Cunning? Ihr habt ja zum Teil schon geschrieben, so, ja, es ist, er guckt zwar noch gerne, aber es ist mittlerweile nicht mehr so wie früher. Und seid ihr der Meinung, dass wenn jetzt auf einmal wieder 1000 Leute spielen würden, dass es dann wieder interessanter werden würde, weil auch coolere Runden kommen würden? Dass vielleicht auch tatsächlich mal wieder Late Game gehen kann, wenn man auf der Insel 16 Leute hat? Oder ist es leider einfach mittlerweile ausgelutscht? Das gerne unten in die Kommentare rein. Entschuldigen für die Runden ist, glaube ich, vielleicht der falsche Begriff, aber naja, es tut mir trotzdem irgendwie leid, dass die letzten Runden dann entsprechend nicht so spannend waren, aber so ist es aktuell. Und dementsprechend bedanke ich mich vielmals für euch fürs Zusehen, bedanke mich vielmals dafür, dass ihr immer dranbleibt bei Culling. Es sind ja immer noch sehr viele, die Culling regelmäßig gucken. Und dementsprechend sehen wir uns dann auch morgen wieder mit einer neuen Runde The Culling. Also, haut rein.